Ich habe jetzt einfach ganz spontan eine neue Rubrik erfunden, nämlich ADHS versus Sarah. Wie so ein ganz kleiner Showkampf. Kurze kleine Videos, in denen ich euch zeige, wer gewonnen hat. Dieses Mal habe ich gewonnen. Folgende Geschichte. Über unserem Schlafzimmer, wir wohnen ja jetzt in einem Haus, sprich wir haben ein Dach, genau über dem Schlafzimmer. Und immer wenn ich im Bett liege, sehe ich wieder so Spätzlein reinfliegen, übers Dach. In die Regenrinne vielleicht. Ganz viele. Wir glauben also, da ist ein Spatzennest. Das ist unfassbar cool. Ich finde es unfassbar cool und süß und ich finde es ganz toll und eigentlich möchte ich da eine Kamera aufstellen. Und da kommen wir genau zum Punkt. Weil ich natürlich jetzt aber wissen will, ob das stimmt oder ob die Spatzen einfach nur so übers Dach rüberfliegen, wollte ich jetzt also wissen, ob auf dem Dach tatsächlich ein Spatzennest ist. Und wenn ja, wo? Erstens kann man da natürlich nicht raufgehen. Das weiß man selbst, wenn man ADHS hat, um einfach gucken. Aber ich habe einen Selfie-Stick genommen und mein Handy da reingeklemmt und hatte vor, über aus dem Fenster heraus hoch aufs Dach zu filmen und dann würde ich alle Spatzen sehen und dann wäre ich super glücklich. Stellte sich sehr schnell raus, dass der Selfie-Stick gar nicht so lang ist, dass ich also mindestens aufs Fensterbrett gehen muss, um das zu machen. Und eigentlich ist da schon der Moment, wo normale Menschen sagen, no, you don't do it. Es ist ein Dach. Leute, die auf Fensterbrettern stehen, können darunter fallen. Bis dahin hatte noch das ADHS gewonnen, denn ich stand sehr wohl auf diesem Fensterbrett, um das zu filmen. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich kriege das nicht hin. Ich komme da nicht ran. Ich kriege nicht gefilmt, was ich gefilmt kriegen will. Ich hätte es machen können, wenn ich mich ein bisschen mehr rausgelehnt hätte und doch ein ganz bisschen auf das Vordach gestiegen wäre. Und wisst ihr was? Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe währenddessen gedacht, ich möchte wahnsinnig dringend. Ich will das, ich will das, ich will das. Wie schwer kann es schon sein? Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Weil ich wusste, das hier ist zu gefährlich. Das bringt nichts. Sarah, stop it. Und obwohl ich unfassbar unbefriedigt war und immer noch nicht weiß, ob da jetzt ein Nest ist und wo das vielleicht ist und es immer noch wissen will und ein Teil von mir immer noch denkt, komm einmal aufs Fensterbrett, ist doch jetzt nicht so eine Riesennummer, habe ich es nicht gemacht und werde es nicht mehr machen. Ein Punkt für Sarah. Yeah! Wenn du bis hier gekommen bist, dann könntest du einfach das geheime Lineal als Zeichen von ich habe durchgezogen posten und du könntest dir auch diese Videos noch angucken. Oder ditte. Ich habe sogar eine ganze Playlist.